Hallo Klickenabendler, wir sind in Essen auf der Spiel 2023. Neben mir ist die Anna. Hallo Anna. Hallo. Ihr habt schon vor 2 Jahren, glaube ich, kam The Red Cathedral raus, die Rote Kathedrale, was sehr, sehr gut ankam und sehr, sehr beliebt ist. Und ich mag es auch unglaublich gerne. Jetzt wechseln wir die Farbe und die Ortschaft. Wir haben jetzt nämlich die Weiße Burg, aber von denselben Autoren dahinter. Um was geht es denn in diesem Spiel? Genau, die Weiße Burg, da spielt man sich durch ein Jahr in der Weißen Burg. Das Setting ist so feudales Japan. Und im Grunde würde ich sagen, es ist ein Dice-Management-Spiel gepaart mit Ressourcen-Management, aber auch Worker-Placement. Ich erkläre es einfach mal kurz. Und zwar haben wir hier diese wunderbaren Würfelbrücken. Und wir können in unserem Zug, ist natürlich kompetitiv, wir können in unserem Zug einen Würfel auswählen, den wir hier auf dem Spielplan platzieren können, überall, wo ein Würfelsymbol zu sehen ist. Wenn ich ihn jetzt hier platzieren würde, hier ist eine 3, mein Würfel ist gerade eine 6, dann würde ich erstmal 3 Geld bekommen als Ressource. Und wenn ich aber eine 1 hätte, müsste ich 2 bezahlen, um meinen Würfel da drauf zu legen. Also du kriegst die Differenz dann als Geld. Genau, ich bekomme die Differenz. Ich lege ihn mal jetzt hier drauf, damit es funktioniert. Und zwar platzieren wir unseren Würfel und können dann die passenden Aktionen ausführen, die hier auf der Karte zu sehen sind. Also wenn ich die ausführen würde, würde ich einen Reis bekommen als Ressource. Das kann ich hier auf meinem Tableau einstellen und dürfte noch einmal eine Aktion ausführen. Es gibt verschiedene Aktionen in diesem Spiel. Du kannst zum Beispiel deine Höflinge in der Burg platzieren als Aktion. Du kannst deine Gärtner in den Gärten bei den Brücken platzieren. Und du kannst deine Krieger hier außen außerhalb der Burg platzieren, auf den Trainingsplätzen. Du bezahlst natürlich Ressourcen, um die Leute zu platzieren. Die bringen dir dann aber auch natürlich am Ende Punkte. In der Burg steigen die Höflinge auf. Das heißt, so kannst du dir nochmal ein bisschen mehr Siegpunkte am Ende ergattern. Und bekommst zum Beispiel auch neue Karten, mit denen du dein Tableau ein bisschen aufpimpen kannst. Im Grunde ist es so, der Clou ist nämlich, dass man nur 9 Spielzüge Zeit hat. 9 Würfel? 9 Würfel darfst du platzieren und die müssen dann halt eben auch sitzen. Also du platzierst hier deinen Würfel und wenn du es richtig machst, löst der mir eine Kettenreaktion aus, die für mich sehr sinnvoll ist natürlich, weil ich dann zum Beispiel innerhalb der Kettenreaktion kann ich dann mehrere Leute platzieren, kann mir überlegen, was ist jetzt, worauf gehe ich lieber, was ist für mich relevanter, möchte ich in der Burg aufsteigen, gehe ich lieber in die Gärten. Da hast du wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie du vorgehen kannst. Und wie gesagt, 9 Spielzüge, es ist knackig, aber ich würde sagen, gerade das macht es auch aus. Und die Plätze selbst definieren dann, für was ich Siegpunkte bekomme, so wenn ich das von den Piktogrammen sehe. Das heißt, wenn hier einer liegt, kriege ich dann 2 Siegpunkte pro irgendwas oder sowas? Genau. Also hier würdest du zum Beispiel 2 Kraniche bekommen. Das ist dein Ansehen. Das bestimmt quasi in der nächsten Runde, hier ist der Rundenmarker, wer Startspieler wird. Mhm. Und andererseits hast du noch das Fächersymbol. Das gibt dir Siegpunkte hier zum Beispiel. Genau. Und du bekommst natürlich auch verschiedene Ressourcen oder hier diese Aktionen, die du dann ausführen kannst. Okay. Ist aber durch die 9 Spielzüge trotzdem dauert es, glaube ich, knapp eine Stunde, um es zu spielen, weil man ja auch nachdenken muss. Ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht unbedingt ein Familienspiel, sondern ein gehobenes Familienspiel oder Kennerspiel. Ich würde Kennerspiel sagen. Ist schon Kennerspiel und hat auch wieder einen Solo-Modus dabei. Also da kommen auch die Solospieler auf ihre Kosten. Das Tolle dabei übrigens wieder, es ist eine sehr kleine Schachtel, wie ihr seht, aber mit sehr, sehr viel Spielmaterial drin. Und es nimmt somit nicht so viel Regalplatz weg, was uns Vielspieler immer so interessiert. Aber man muss gut einpacken. Also ich habe schon von einigen gehört, die es nicht geschafft haben, aber es ist möglich. Wir machen noch ein Tutorial dafür. Okay, also das Spielmaterial passt doch wieder in die Schachtel. Und das ist die Neuheit, die Weiße Burg. Von denselben Autoren wie die Rote Kathedrale. Wenn ihr euch das hier mal angeschaut habt und kennt den Vorgänger nicht, kauft am besten gleich den Vorgänger mit, weil der ist auch großartig, hat uns alle sehr gut gefallen. Dankeschön.